Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog. Bisschen komische Lichtverhältnisse, das liegt daran, dass es dunkel ist. Ich bin wieder auf dem Weg und wie meistens, wenn ich in England unterwegs bin, bin ich auf dem Weg nach Hause und zwar nach Deutschland. Und das ist heute ein besonderes Mal, weil es ist das vorletzte Mal. Wir haben mittlerweile Ende März, Freunde. Und am 26. April geht es für mich endgültig nach Hause. Und ich habe jetzt Osterferien sozusagen. Und die gehen bis zum 15. April. Das heißt, insgesamt noch 11 Tage England, aber auch noch 3 Wochen für die Bachelorarbeit. Und so sieht das dann hier aus. Ich liege an einer Glasfassade. Gucke PS-Profis und warte. Ich glaube, Security ist jetzt offen, aber mein Flug geht erst in 3 Stunden, deswegen. Noch ein bisschen warten. So, mittlerweile angekommen in Deutschland, ihr seht es. Gestern habe ich dann nicht mehr großartig was gemacht. Liegt ganz einfach daran, dass ich wirklich keine Energie mehr hatte. Ich war ja die ganze Zeit auf dem Bein. Aber jetzt ist Donnerstagabend schon wieder. Ich fahre jetzt mal eben zum Fußball. Nicht um zu spielen, aber um mal mich wieder anzumelden. Ich bin jetzt quasi komplett wieder da. Und danach hole ich meine Freundin ab. Und dann wird entspannt. So, es ist mal wieder soweit. Wir haben mittlerweile Samstag, es regnet und es ist richtig beschissenes Wetter, wie ihr hier sehen könnt. Aber ich bin auf dem Weg ins Stadion. Ich bin wieder das erste Mal seit dem Heimspiel gegen Mainz heute wieder am Start, ja, für meine Roten gegen Leipzig. Bin gespannt und nehme euch so ein bisschen tatsächlich sogar mal wieder mit. Was soll man sagen? Man kann das Ganze relativ schnell runterbrechen. Über die gesamte Spieldauer gesehen, wollen wir? Danke. Definitiv ein verdienter Leipziger Sieg. Einfach weil 96 die komplette erste Halbzeit verschlafen hat. Also zu 100%. Das war nix. Zweite Halbzeit deutlich besser. Erstes Gegentor muss niemals so fallen. Viel zu einfach. Zweites Gegner, also das dritte jetzt im Endeffekt, zweites in der zweiten Halbzeit, auch viel zu einfacher Konter. Bitter, dass der Videoassistent eingreift. Leipzig war verwundbar, aber wenn er auch die Chancen nicht nutzt, Jonas Hass, auch wenn er schwer war in meinen Augen, weil Gulasch den noch abgewehrt hat und dann ein bisschen in den Rücken kam, Bakalorz, dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen oder einen Punkt holen. Erstes Gegentor, Klaus darf man niemals dribbeln, einfach nach vorne wegschlagen und es passiert niemals diese Szene. Bei der Ecke habe ich es nicht genau gesehen.
Ich weiß nicht, wie Harnik durchspielen durfte. Ich weiß nicht, wie Klaus durchspielen durfte. Bitte natürlich Anton, ich hoffe, das geht wieder relativ bald, aber wir müssen halt einfach in der ersten Halbzeit wach sein. Und das gilt gerade gegen Bremen. Weil gegen Bremen müssen wir definitiv gewinnen. Das ist zu 100% nötig. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Dienstag, Ostern ist vorbei. Ich soll ins Elan gehen und ich werde angegriffen von einer Biene. So, jetzt bin ich ja mittlerweile wieder da aus dem Elan. Man sieht es eventuell, Haare sind ein bisschen zerstört. Ich wollte den Vlog gerade beenden, aber ich werde auf jeden Fall nochmal in die Stadt gehen. Und da werde ich euch nochmal kurz mitnehmen. Mal so ein paar Impressionen von dieser wunderschönen Stadt zeigen, in der ich hier lebe. Beim Training wollte ich jetzt noch nicht filmen, weil ich bin halt jetzt das erste Mal wieder da gewesen mit Max auch. Und Max ist momentan not in good shape. Und wir müssen halt wieder reinkommen, bis ich das mache. Aber ich denke mal, der Vlog war trotzdem ganz okay. Ich meine, wir waren immer bei 96 zusammen, oder? Ist doch auch schon fast wieder 2 Wochen her. Mittlerweile haben wir Mittwochabend. Ich war in der Stadt, ja. Hab's aber nicht gefilmt, nö. Macht aber, glaube ich, auch nichts. Ich glaube, der Vlog war ganz gut, so wie er war. Und ich hoffe, in Zukunft werden wieder ein paar mehr kommen. Ich bin gespannt. Kamera ist leer, deswegen kann ich nicht zu lange reden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.